Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich zeige euch heute das Z, zunächst mit dicker Nadel, dafür 19 Luftmaschen anschlagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Wir befinden uns hier am unteren Ende vom Z. Eine zusätzliche Luftmasche arbeiten und 4 feste Maschen häkeln. Die folgende Masche geht über 4 Luftmaschen. Zunächst in eine Masche einstechen und den Faden durchholen. Die folgende Masche übergehen, in die dritte einstechen und den Faden holen und in die vierte einstechen und den Faden holen. Danach diese 4 Schlingen auf einmal abmaschen. In die folgenden 6 Luftmaschen jeweils eine feste Masche arbeiten. Nun in das obere Maschenglied der folgenden Masche 2 feste Maschen häkeln und in dieses untere Maschenglied ebenfalls 2 feste Maschen häkeln. Wir häkeln hier quasi in eine Masche 4 Maschen. Jedoch nicht in die gleiche Einstichstelle, damit sich hier kein allzu großes Loch bildet an der Einstichstelle. Und die letzten 4 Maschen jeweils wieder mit einer festen Masche behäkeln. Den Faden abschneiden. Immer lang genug lassen, damit der Buchstabe angenäht werden kann. Und das ist dann unser Z. Nun das Ganze nochmal mit dünnerer Wolle und dünnerer Nadel. Wieder 19 Maschen anschlagen. Mit einer zusätzlichen Luftmasche wenden und in die ersten 4 Maschen jeweils eine feste Masche arbeiten. Die folgende Masche geht wieder über 4 Maschen. In die erste Masche einstechen und den Faden holen. Die folgende Masche übergehen. Und dann in die folgenden 2 Maschen jeweils einstechen und den Faden holen. Dann diese 4 Schlingen eng zusammen abmaschen. Nun 6 feste Maschen in jeweils eine Masche arbeiten. Eins.
2, 3, 4, 5, 6. In die folgende Masche zunächst in das obere Maschenglied 2 feste Maschen. Und dann in dieses untere Maschenglied nochmals 2 feste Maschen. Und in die letzten 4 Luftmaschen jeweils eine feste Masche häkeln. Und den Faden abschneiden. Und fertig ist unser Set. Viel Spaß damit!